Вот с ним сейчас мы плейте. Endlich mal den die ganze Kacke hier wieder mit dem Scheiß davon eben. Ja, sehr gut. Ja, man dreht endlich mal auf hier. Komm mal, wir haben vollen Multi, mach nicht so viel Scheiße hier jetzt. Komm mal zu grün. Ja, gut, egal. 5-5, ey. Mein Gott, ey. Was ein Kampf hier. Was ein Kampf, Alter. Schade. So, wir waren so viele Spiele im Dingens. Klar, 5,5 Bombe. Aber waren so viele Spiele vor. Ich hätte noch das ein oder andere dicke Ding einmarschieren können. Vor allen Dingen ein volles Bild, zwei Mittel. Ich bin noch mal ein bisschen weiter hier. Vielleicht macht er noch mal Back-to-Back-Öffnung oder was. Ja, 60 Euro auf 10 Euro sind wirklich richtig amazing. Dann schließt nochmal den dreckigen Kreis da. Früher habe ich das oft gehabt, ey. Weil früher habe ich sehr, sehr viel Rise auf Olympus und so gespielt. Dann war der einmal drin, dann hat der gut bezahlt. Und dann hast du nochmal öfters so eine Back-to-Back-Öffnung gehabt, wo der dann auch nochmal gut bezahlt hatte. Incredible score!
Ja, guckst du alles weg, aber es wird nichts. Diese Zeiten. Wenn ich so in der Mitte einer gewesen bin, vorher wird mal 4, wäre auch noch okay gewesen. Ja, das war super. Ja. Ich muss eine Pause machen, ey. Ich kann keine Slots mehr sehen, ey. Boah, ey, jetzt Tage so viel gepoppt nach dem Mega-Win, ne? Boah. Warum geht das noch? Wenn du dann da hinkommst und hast dann wenigstens ein paar Euro safe, so ist okay. Aber dann ist so, kommst du manchmal dahin, ey, weiß ich nicht, 100, 200 Euro, ey, kein Plan, das ist ja... Ja, Leute, genauso wie ich auch schon teilweise in den anderen Videos gesagt habe, ey, nehmt euch hier kein Beispiel an, ne? 10 Euro, fast dies, das, jenes. Also keine Ahnung, ne, eben auch mit dem Gewinn da, was waren das, 5,5 oder 5,4 und sowas.
Da sind, klar, sind so ein bisschen meine Emotionen auch eingepennt, ne, nach dem dicken Brecher jetzt so, aber keine Ahnung. Ich bin ja auch ein Typ, der sowieso schon die Realität zum Geld verloren hat, mäßig. Aber kein Plan, Leute. Da müsst ihr auf jeden Fall auch aufpassen. Ne? Und spielt, wenn ihr spielt, nur mit der Kohle, die ihr wirklich verspielen könnt, und rasiert euch da nicht den Arsch, Mann. Ich muss das ja auch nicht jedes Mal mal wieder neu erklären. Ne? Die meisten, die mich schon Ewigkeiten hier kennen, die wissen, ich sag das immer, ich zock am besten gar nicht. So, und ne? Aber wie gesagt, wenn, dann passt auf jeden Fall auf. Ey. Ich hab ihr euch da euer Leben verbaut und wie ist das? Geht da natürlich immer hier, für mich erste Linie geht halt immer so an die jüngere Generation, die gerade vielleicht anfangen zu spielen, bla bla bla. Deswegen sage ich, zockt am besten gar nicht, das ist die größte Scheiße. So, Junge, was ist? Kriegen wir noch einen Punkt, ey, oder was? Eine noch da geblieben. Mein Gott, wenn wir drin gewesen wären. Ich mach das Video mal auf Stopp, ey. Boah, ich muss jetzt erstmal was essen. Haut rein, wenn was abgeht, nehme ich euch mit.